So, YouTube. Willkommen zurück in St. Anne. Ich laufe hier mit meinem betrunkenen Piraten umher. Und wir haben den weißen Rum abgegeben und dafür einen, ja, Kaperbrief oder sowas bekommen. Den müssen wir jetzt natürlich der guten Frau im Le Pont Mion oder Le Pont Mult. Wow, die Textur ist ja echt krass gut gerade. Okay, wir wissen nicht, wie das Ding heißt. Das Geschäft? Ah, wir reden mal mit ihr. Fühlt euch wie zu Hause. Alles fest im Griff. Zeige Janita den Beleg für den ersten Auftrag. Ein weiterer erfolgreicher Auftrag. Sie ist so leise. Als Belohnung habt ihr nun Zugriff auf unseren Schwarzmarkt. Waren früherer Mitglieder werden an Piraten verkauft. Kommt doch mal rein. Ihr könnt sicher was Schönes finden, wenn ihr genug Münzen des Ruders habt. Eure Beiträge sind nicht unbemerkt geblieben, Galbi. Macht so weiter und ihr habt bei mir einen Stein im Brett. Das wird sich lohnen. Na dann, wenn sich das lohnen wird. Leider ist sie sehr leise, nicht? Also das haben ja viele Spiele, dass die immer nicht richtig abgemischt sind. Der Schwarzmarkt des Ruders. Die Totenwächterin gewährt dir Zugang zum Schwarzmarkt. Achterstücke gegen Materialien und Verschönerungen. Erinnert mich an die Musik, die wir heute auf dem Fest hatten. Von Pirates, nicht? Fluch der Karibik. So mancher Pirat würde für einen lukrativen Auftrag des Ruders töten. Erhalte Vorräte, indem du sie von rivalisierenden Banden stiehlst. Das klingt gut. Versenke oder schwimm. Wir versenken. Ach, die besten Verträge erregen auch ungewollte Aufmerksamkeit. Böse Überraschung, Galbi. Rivalisierende Banden sind harte Gegner und nutzen schmutzige Tricks. Weg mit denen. Aber ihr könnt das Blatt zu euren Gunsten wenden. Machen wir. Ich warte in eurem Kontor, da zeige ich euch, wie es geht. Okay. Dann gucken wir mal in den Schwarzmarkt rein. Also, eine Truhe kostet 10.000 von diesen Dingern. Wir haben 173 gerade mal erlangt. Wir könnten uns gerade mal Holz holen. Oder Metall aus Niederländisch-Indien. Gibt es auch Kanonen für 500? Okay. Ein Auftrag bringt so 200. Oh, Farben könnten wir uns holen. Aus der Tiefe. Ich suche immer nach neuen Zutaten für Drinks. Was probiere ich heute? Ja, hier kann man auf jeden Fall dann sein Schiff verschönern und verstärken. Ah, hier, Brennstoffstation, Pulverfässer, Kriegstrommeln, Wassertanks, Gamba-Kobe, Gamba-Gamba, leckschlagende Kanone, faule Ilse, okay, ewiges Requiem, Orca-Schraubgewinde, okay, dafür müssen wir Piratenfürst sein, der Streithammer, Aalzwirn, Lindwurmatem, Eid des Bukaniers. Sturmumworbene Symphonie. Kawacke. Gamba. Gamba, Gamba, Gamba. Okay, aber nichts, was wir uns holen und leisten wollen. Ihr wisst jetzt, dass euch größere Aufträge zur Zielscheibe machen. Das lernen alle früher oder später. Dieses Wissen könnt ihr nutzen. Die Karte mit den Versorgungswegen zeigt an, wer die größten Aufträge übernommen hat. So hat man auch euch gefunden. Wir mischen uns nicht ein. Das ist schlecht fürs Geschäft. Aber wir mischen uns auch nicht ein, wenn ihr die anderen jagt oder Wache nehmt. Vorsicht vor den Banden. Die sind gut organisiert und das macht sie gefährlich. Aber jede Bande hat auch ihre Schwachstellen. Wir zeigen euch, wer in der Nähe ist, damit ihr euch entsprechend vorbereiten und den Spieß umdrehen könnt. Seht euch die Versorgungswege an. Seid schlau. Dann könnt ihr die bestrafen, die das Silber gestohlen haben. Ganz einfach. Okay. Du hast gerade einen neuen Reiter für Versorgungswege freigeschaltet. Dort findest du Informationen über die Jagd auf Abtrünnige. Weg mit den Abtrünnigen, die Zuckerrohr und andere Materialien des Ruders geladen haben.
Bei Gelegenheiten zur Jagd auf Abtrünnige kannst du einen Konvoi mit Schiffen auf Abtrünnige aufspüren und ihnen Materialien des Ruders stehlen. Aber sei vorsichtig, jeder Konvoi hat einen Geleitschutz. Aus spezialisierten Kriegsschiffen, einer der vier rivalisierenden Banden, bis an die Zähne bewaffnet. Für sie typische Instrumente der Zerstörung. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Wir können 16 mal Zuckerrohr holen. Aber es gibt keine... Ah, hier Angriffe. Blutkanal. Ein abtrünniger Konvoi wurde gesehen, der Zuckerrohr transportiert. Annehmen. Wir versuchen es einfach. Mehr als versenken kann nicht passieren. Ja, der kriegt es echt nicht lauter, nicht? Das Spiel hat echt so ein Problem. Also ich finde die Stimme immer viel zu leise. Gesamtlautstärke ist 100 und die Dialoge auch. Ich könnte höchstens den Dynamikumfang versuchen zu ändern. Aber viel mehr kann man leider nicht machen. Aber wir haben noch was in der Brennerei. Da unten. Wir haben 38 leckeren Rum produziert. Wunderbar. Weißer Schädelrum. Materialien liefern. Was haben wir denn hier noch? Okay, wir können nur aktuell aus Zuckerrohr den Rum herstellen. Alles andere wird über die Zeit wahrscheinlich freigeschaltet. Gibt es da oben noch irgendwas? Nee. Okay. Interagieren, aber unser Affe reagiert leider nicht. Ja, Nita reagiert nicht. Komm, dann gehen wir die anderen aufmischen. Keine Müdigkeit vorgeschützt. Vorgeschwitzt. Sachen veredeln, beim Schmied was holen. Zum Zimmermann. Hier könnten wir noch Kopfgeldaufträge und sowas annehmen. Zum Beispiel das Monster da finden. Flaggen, Brandy schmuggeln, Jagd auf die Füße? Was? Jage Krokodile, oh nee. Bausubstanz und Level 1, nicht? Das ist echt... Okay, wir sollen Brandyfässer sammeln. Hm. Ich glaube, das haben wir eh noch offen. Jäger und Gejagte. Bounty. Captain Joker Kubwa. 6000 Goldmünzen. Hm. Level 6. Den nehmen wir mit unterwegs. Wir müssen eigentlich auch noch zum Piratenfürsten, nicht wahr? Was haben wir hier? Ah, wir können uns auch noch neu ausstatten, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir anhaben. Aber wir haben Post. Dann gucken wir mal, was wir an Post bekommen haben. Janita Nara, gut gemacht. Vielleicht seid ihr wirklich zu würdig, zu unserer Organisation zu gehören. Kehrt zu Pond Muet in Sand An zurück, falls ihr euch gegenseitigen Geschäftserbarung verpflichtet fühlt. Okay. Das hätte sie mir jetzt nicht extra schreiben müssen. Ich nehme euch etwas von eurer Last ab. Ja, ja. Nimm mal meine Last mir ab. Zum Beispiel den ungeschliffenen Saphir. Das Holz. Das hier. Das Dorn. Das müssen wir nämlich alles noch veredeln. Nelken. Ambra. Batik. Was ist das? Überreste des angehörigen Seevolkes. Wir haben eine Leiche im Inventar? Okay. Mast und Schotbruch, Kapitän. Mast und Schotbruch. Ja, gut. Passiert öfter mal, dass man eine Leiche einfach dabei hat, oder? Wacht ihr morgens nicht auf und denkt euch so, oh, stimmt, die Leiche im Rucksack. Habe ich vergessen.
Habe ich einfach mal eingepackt gestern. Oh, wir sind aber kaputt. Vielleicht sollte ich mich vorher reparieren hier. Das denkt ihr nicht? Was? Bin ich der Einzige? Leiche in der Hosentasche ist doch normal. So ein Ding. Sehe ich nämlich genauso. Schiss da schön rum. Wir haben irgendwas Neues bekommen. Aber was? Kann ich wieder nicht sehen, nicht? Hier müsste er eigentlich irgendwas Neues haben, weil er da kein Häkchen dran hat. Oder hier irgendwo. Dann weiß ich halt auch nicht wo. Das hat einfach die ganze Zeit markiert. Das nervt mich halt tierisch und ich sehe es halt einfach nicht, wo da was ist, was ich noch nicht mehr angeguckt habe. Eigentlich müsste da der gelbe Punkt dran sein, weil da ist nichts mit dem gelben Punkt. Das ist eigentlich alles ja Standard, nicht? Ubisoft halt. Und ihr UI. Panzerung, Namen bearbeiten. Wir wollten das Schiff reparieren. So. Jetzt können wir an Bord gehen und Segel setzen. Okay. Wir segeln erstmal sanft aus der Region raus. Und während wir steuern, können wir mal gucken, wo wir hin müssen. Versenke oder schwimmen? Okay, da will ich hin. Versenke oder schwimmen? Wo ist das? Kapitän, da ist das Kriegsschiff. Wir brauchen Unterstützung. Wo ist das Kriegsschiff? Segel, okay. Da, oder was? Im Blutrausch. Captain Galvan Rosch richtet im Vollrausch Tod und Chaos bei den Unwarnern an. Verpasse ihm eine ernüchternde Breitseite und hol dir die Belohnung. Wenn die da drüben fertig sind, dann würde ich sagen, dann gehen wir... Achso, 1 plus Koop. Gehen wir da lieber vielleicht nicht hin. Was haben wir da unten? Das ist noch eine Aufgabe. Also ich finde zum Beispiel... Die Aufgaben sind richtig schlecht markiert. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss, nicht? Schiffe, dahin. Aber wahrscheinlich muss ich genau dahin, weil da ist noch gelb drunter. Oh oh. Aber der segelt anscheinend gerade vollautomatisch. Das ist ja nicht schlecht. Leiche in der Hosentasche bedeutet unnormale Ment. Ah ja. Ich finde eher keine Leiche in der Hosentasche als guter Pirat. Ist sehr merkwürdig. Bist du überhaupt eines Piraten würdig, wenn du keine Leiche in der Hosentasche hast? Die Frage stelle ich mir eher. Prost. Vielleicht muss ich dich über die Planke gehen lassen. Und da wir noch ein bisschen segeln, können wir aber ein schönes Liedchen anstimmen. Singt, Mannen! Oh, nicht das Pulli in die Alle. Nee, nee. Ich will ein anderes. Okay, sie wollen Bully in the Alley singen. Sollen sie machen. Arr. Okay, ist einfach weg. Hm.
Ich weiß halt nicht, wo es ist, nicht? Da sehe ich zum Beispiel... Ah, da ist es da. Der Schachzug des Teufels. Dann fahren wir da hin. Weil das gerade hier ist. Manchmal findet man die Aufgaben halt einfach nicht. Finde ich echt schlecht gelöst. Und wieder hinter müssen wir. Da müssen wir hin. Schiff wechseln. Oh, man kann sogar Schiff wechseln. Okay. Okay, wo sollen wir hin? Plündere Fort du Lü. So, wo ist Fort du Lü? Da unten ist Fort du Lü. Das Ding da. Okay, also volle Action, gehen wir rein. Wir müssen es plündern. Mit dieser prachtvollen Yacht. Ersterbt alle! Nein. Nur die im Französischen vor. Wir müssen nämlich eine Tarnmission durchführen. Wenn ich mich recht entsinne, tarnen wir uns gerade als Piratenfürst, um Ärger mit den Franzosen anzustimmen. Wir haben Vögel im Schlepptau. Jawohl. So, ich glaube, wir müssen erst die Türme beseitigen. Wir haben ein Level 9 Schiff und einen Mörser. Unser Schiff ist... Wir haben so ein krasses Schiff gerade hier. Wir haben nicht mehr Schaden genommen bisher. So gut fahre ich. Bin ein Profi. Was? Kriegsschiffe? Fort du Lü. So, der erste Turm ist weg. Und die treffen nicht gut. Oh, au. Ich muss wieder reinfahren, nicht? Schnell wieder rein. Oh, das ist echt mit so einem großen Boot. Sowas hier angreifen ist gar nicht so leicht. Zweiter Turm ist ausgeschaltet. Aber es ist ja auch nur eine gestagte Mission. Das heißt, wir können die nur gewinnen. Niemand ist auf Land aufgelaufen. Warum ist denn hier auch so eine dumme Insel?
Was? Verstärkung schon wieder? Weg damit! Was ist das kleine Boot? Ist die Verstärkung. Soll ich jetzt weinen oder lachen? So. Der nächste Turm ist gefallen. Wir sollen es plündern. Verzierte Pistolen. Ein Zahnrad. Ah, da sind noch Türme. Alles klar. Rein da. Zack. Brennen. Die werden jeden Moment zusammen. Hier liegen ja Schiffwracks. Die sind nicht von uns. Sie sind unschuldig. Eigentlich. Und voll reinrammen. Und das ist halt so ein bisschen schade, nicht? Das Spiel hat wenig taktischen Anspruch an solchen Stellen. Das ist einfach nur draufhauen. Ich meine, das macht auch mal Spaß, nicht? Oh. So, nur noch ein Turm. Auf. Und noch eine Breitseite. Dann sollte es passiert sein. Vor Dilly. Ah, jetzt muss ich die Schiffe besiegen. Oder? Verzierte Pistolen. Warnung. Verstärkung. Ach. Der Gegner hat Verstärkung bekommen. Level 11. Okay, Level 11. Ich glaube, töte alle Gegner. Okay. Was muss ich denn machen? Kehre mit der wiederlangen Lieferung zu deinem Schiff zurück. Bleib innerhalb des Auftragsgebietes. Okay. Ich muss die also besiegen. Die sind aber Level 11 und ich bin nur Level 9, das merke ich halt. Jetzt sind sie nur noch treibend. Aua. Wir wollen Blut und Schätze. Das ist es. Angst, sterben. Okay, das Schießen. Ihr verflucht diesen Tag. Jawohl, das hilft. Ab in die Kälte und ab in die Schwere. Oh, oh, oh. Beidrehen. Früher sollte das Spiel nur so ein Action-Spiel werden. Ohne an Land gehen, ohne Belagerung und ein PvP-Titel rein sein. Ich finde eigentlich, ist es schon besser, aber hat zu wenig Tiefgang. Ha, ha, ha. Habt ihr euch ernsthaft noch Hoffnung auf den Sieg? Okay. Wo ist das andere? Da hinten. Diese Waschenk, die sitzen fest! Und Feuer! Der Fall tritt sicher nur ein feindliches Schiff! Haben wohl einen Gefallen eingefordert! Was? Noch ein Schiff? Oh, 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 oh! Wir sinken jede Sekunde!
wir sinken auch gleich jede Sekunde, wenn wir nicht aufpassen. Aber wo ist der andere? Da. Euer letzter Stündlein hat geschlagen! Jawohl. Jetzt ist nur noch das eine übrig. Haben wir. Da kommen noch mehr. Okay, wir müssen reparieren. Reparieren. Oh. Das kleine Reparaturset reicht nicht. Ein Mächtiger, das ist Sherlock. Ja, nennt mich so. So, Nummer 1 haben wir versenkt. So, boom. Okay, aber die sind echt anfällig gegen, oh, gegen die Musketen. Wow, da hat ein Blitz eingeschlagen. Das war nicht ich. Können uns immer noch nicht heilen. Und wir ist auch das kleine Reparaturset nur ange... Wollte wir geplündert werden. Das machen wir. Besser als das wird es nicht, meine Lieben. Wow, eine Kiste rum. Deswegen haben wir ein ganzes französisches Fort angegriffen. Für ein bisschen Champagner. Okay, was haben wir bekommen? Gordogodora. Ware, militärisches Relikt, Kiste voller Bombarden, verzierte Pistolen. Eine Torsionsfeder, legendär. Zahnräder und Zamzamza. Alles nehmen. Sehr gut. So sieht ein Fort aus, wenn man es zerlegen kann. Okay, aber nicht, wir haben nicht so ein mächtiges Schiff. Das haben wir uns ja jetzt nur geliehen. Der Ort erholt sich. Burn, baby, burn. Aber eigentlich auch mal nett, nicht im Verlauf der Story so eine Mission zu haben, wo man auch mal was Mächtigeres sieht, damit man weiß, wo man am Ende hinkommt. Eigentlich gar nicht doof. Andererseits nimmt das so ein bisschen den Spaß. Bier. Selber dahin zu kommen, weil man dann weiß, naja gut, ich habe damit ja schon gekämpft. Da liegt auch noch Bier, das will ich unbedingt haben. Bier ist nämlich echt selten. Vanille. Wollt Bier. Was kriege ich? Vanille. Schade, dass wir das Schiff aber jetzt abgeben müssen. Oder können wir es vielleicht behalten? Reißen sich alles unter den Nagel! Für uns bleibt nichts übrig! Ich finde diese riesen Laternen hin halt bei diesem Schiff mega merkwürdig. Ich hoffe, ihr habt die Auswahl an Piratenlust genossen, Kapitän. Also, wir wechseln aber wieder auf unser Schiff zurück. Das sind Delfine. Da auch. Delfinfleisch. Wo ist der? Wo ist der Delfin? Wo ist er? Wo ist er? Glück gehabt. Man sollte eigene Segel gestalten können. Kannst du? Also, oder meinst du komplett freies Symbol? Das kannst du, glaube ich, nicht. Bin mir aber gar nicht sicher. Ob du da nicht irgendwas hochladen kannst, irgendwie, wenn du genug Geld zahlst. Aber du kannst aus einer Fülle von Symbolen auswählen. Das deckt eigentlich fast alles ab.
Nicht genug Marken. Felder erforderlich. 1. 3 haben wir. Okay, also das können wir uns holen hier. Premium. Oder auch nicht. Keine Ahnung. So. Was haben wir hier? Tutorial-Sachen. Das Ruder. Okay. Schwere Unwetter ziehen auf. Nee, nee, nee. Wir bleiben jetzt hier mal kurz stehen. Nee, nee. Wir wollen auch keine Wracks plündern. Wir wollen eigentlich jetzt mal wissen, versenkt oder schwimmt. Wo ist die Aufgabe? Wie kann ich das denn sehen? Ich will zurücksetzen. Okay, so. Wo ist diese Aufgabe? Beschaffe... Nee, hier. Jage rivalisierte Bahnen. Interagiere mit der Karte. Hm. Also hier gibt es aber nur neue Aufgaben. Das hier ist St. Anne und gleich muss ich nochmal zur Karte zurück. Okay, buddel voll rum, beschaffe Schnaps. Wo wäre das? Hat auch nichts markiert. Beschaffe Schnaps für die Kiste bei La versunkene Goldmine. Verschunkene Goldmine. Wir haben Brenny auf der internationalen Handelsroute der Kompanie gefunden. Ah. Okay. Das ist das Ding da oben. Das heißt, wir müssen einfach nur nördlich segeln. Das kriegen wir doch hin. Einmal durch den Sturm. Das machen wir doch. Singt. Hey, Boys. Oh, don't just hear the old man say. Das Lied singen sie echt gerne. Wegen Ravioli-Flagge. Ach so. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Eine Ravioli-Flagge? Ab in den Sturm! Baby. Blutkanal. Comes Johnny with his 14 month pay. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Sprung des Riesen. And we'll ring the old bell. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. With them shooties, we'll raise merry hell. Helft uns. Nee, nee, sicher nicht. We're homeward bound to the gals of the town. Tschüss. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. Ja, ja. Schreit ihr mal um Hilfe. Die einzige Hilfe, die ihr kriegt, ist beim Versenktwerden. Ich weiß halt nicht, ob die sich entfernt oder zu uns bewegt. Okay, hier sind auf jeden Fall schon höhere Wellen. Vielleicht kommt wieder ein Kavenzmann. Oh oh. Ich sehe aber scheiß Segel vor uns, die mir nicht gefallen. Die sind rot und dunkel. Kann ich den umgehen? Es gibt durchaus mächtige PvE-Piraten, denen ich nicht begegnen möchte. Vor allem nicht im Unwetter. Weil hier ist es echt schwer, seine Sachen dann wieder aufzusammeln.
Warte mal, wie kann ich hier nochmal auf den... Wow. Auf den Krähenmast? So. Freibeuter, Level 9 nämlich, ja. Hab ich nicht so Lust drauf. Wie komme ich wieder da raus? Ah, er fährt in eine andere Richtung. Ah, so. Wow, hier sind einige hohe Wellen neben uns. Wir sind nur Level 7. Jagd auf Halsabschneiderbahn. Nee, nee, nee. Will ich auch nicht. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Oh, wow, 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 wow. Oh. Ihr braucht Hilfe? Nee, nee, ihr braucht keine Hilfe. Oh, shit. Oh. Ich bin noch mal... Oh no, oh no, oh no, oh no. Ein Schiff rettet uns. Nee, ich bin Pirat. Rette hier niemanden. Also. Was haben wir hier? Nelken, gegrilltes Flusspferd. Oh oh. Die Wellen werden aber auch... Oh shit. Es gibt durchaus Kaventsmänner, die Schiffe versenken können, nicht? Oder sehr stark beschädigen können. Ich glaube, wir reisen gerade mit den Wellen. Das ist gut. Es ist einfach schon Juni. Wo ist das Jahr hin? Naja, im Meer versunken. Oh. Wir sind schneller als er. Okay, das wäre unser Vorteil. Ich fahre noch nicht mal volle Geschwindigkeit, oder? Ah, doch. Wir fahren mal ein bisschen langsamer. Damit die Crew sich ein bisschen entschleunigen kann. Man sieht hier auch echt gar nichts. Ich gehe mal in die Ansicht. Das sieht auch immer beeindruckend aus. Diese Täler hier. Eigentlich müssen wir auch nach Norden, oder? Baxio Grande. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich auch aus dem Unwetter wieder raus. Sehr schön. Eben, was bringt uns das, wenn wir sie retten? Richtige Frage. Die Niederländer kämpfen mit den Franzosen, da mischen wir uns nicht ein. Oh, da ist auch ein großer Pirat. Warte, T war das, nicht? Und jetzt N? Nee. T. TR. Okay. Auch Level 9. Okay, den müssen wir auch umsegeln. Ah, der ist genau auf der Route. Könnte sein, dass die da hinten auf der Handelsroute sind. Da gucken wir mal. Was ist das? Was haben die? Platzierte Pistolen, Kanonenkugeln. Interessiert mich nicht. Und die da? Zu weit weg. Aber wir haben noch nicht das bessere Fernglas, nicht? Wir können nur bis 1,5. Seid ihr die Handelsroute? Kiste voller Kanonenkugel. Brandy. Die haben den Brandy. Ah, hier sind Level 10. Schaffen wir doch nicht, oder? Wir hätten den Vorteil, dass sie nicht wissen, dass wir angreifen. Da sind die da leichter. Einfach überraschen. Ach du Scheiße. Okay, die versenken uns.
Okay. Okay, Level 10 ist doch ein bisschen zu krass. Wenn nicht, hauen wir schnell ab. Shit, die sind explodiert vor ihm. Ah. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Ah, nicht weit genug. Die Crew braucht ein bisschen was zum Essen. Ein Hähnchen, ein Wasser. Jetzt haben wir's. Ach du Scheiße, die Torpedos. Oh. Ja, die dürfen mich nicht treffen, diese Dinger. Oh. Die Steuerung ist manchmal echt Pain. Die Dinger da. Ja, so ist doch schon besser. Dafür, dass wir Level 7 sind, haben wir schon gut Schaden angerichtet. Ladet die Kanonen! Kann er nicht gerade ausfahren? Oh shit. Wir können nicht mehr. Shit. Wir wurden versenkt. Ja gut. Reise beendet. Respawn auf See wollen wir machen. So. Ist hier eine relativ ruhige Ecke. Wo liegen unsere Sachen? Vor uns. Wir können die noch angreifen. Wir müssen nur unsere Sachen einsammeln. Das ist wichtig. Ah, jetzt sind die wieder friedlich, nicht? Ah. Okay, also die Aufgabe schaffen wir noch nicht. Sind wir hier. Jetzt haben wir wieder alles aufgenommen. Ja, ich weiß, dass da viele Schiffe sind. Weil die Reparaturkiste halt so ein hohes Ding hat. Ja, wie kriege ich das da weg mit... Wir kämpfen wieder gegen die... Gegen die Franzosen. Verfolgt er uns? Ne, oder? Der kämpft gegen den Niederländer. Hoffe ich mal. Okay, dann suchen wir uns eine andere Aufgabe. Also Level 8, nicht? Steht ja auch da. Das Leben nach dem Tod. Beschaffe Opfergaben, bringe die Überreste der Stadt Tenina. Ein Sack Reis, Puaka Gazi und Überreste eines Angehörigen des Seevolkes. Ah! Okay, das kriegen wir schon eher hin.
müssen wir hier hin. Das können wir doch machen. Aber warte mal. Der ist fast kaputt. Können wir doch schnell mal plündern. Und ranfahren und dann Enterung. Können wir nicht entern? Komisch. Dann versenken wir sie eben. Was? Die leben immer noch? Shit. Kanonenkugeln, Schraubgewinde, Kampfer. Wunderbar. So, wir müssen nach Süden, nicht? Und da ist auch schon wieder... Ah, komm, noch einer. Wir rufen immer Hilfe. Okay. Kriegen wir hin. Ich mag Torpedos. Wenn man verfolgt wird, ist das sehr praktisch. Oh oh. Er hat uns gut getroffen gerade. Die Waffen bereit, Kapitän! Ich repariere mich lieber. Kommt er noch? Kommt er nicht? Okay, wenn er nicht will, dann hauen wir ab. Hat gemerkt, dass wir einfach stärker sind. Das ist übrigens auch die Ecke, wo das Seemonster irgendwo auftaucht, hier. Also, was könnte übel ausgehen? Ich glaube, das ist dahinter dem da. Oh, da sind Waren. So. Grehhähnchen, Krokodil, Vanille, Chinagras. Ja, man kann auch jede dieser Ortschaften ansteuern, nicht und erkunden. Aber brauche ich jetzt nicht, glaube ich. Wir brauchen die da. Was für ein Wetter hier. Info, die Shirts mancher Spieler sind deaktiviert oder eingeschränkt. Ach, wirklich. Es leuchtet halt unten die ganze Zeit, nicht? Unter mir. Das ist ein bisschen komisch. Ok,
Krieg ich das auch irgendwie weg? Ah ne, das habe ich markiert, nicht auf der Karte. Stimmt. Die kriegen den Hals nicht voll, die nehmen alles. Wer kriegt nimmt alles? So, hier gehen wir vom Bord. Hallo, Lytro. Schon wieder. Nach einem halben Tag draußen darf man das auch. Hä? So, das Leben nach dem Tod. Die Lust am Jagen? Nee, das Leben nach dem Tod. Wir brauchen noch Sack Reis. Leb wohl, und Kapitän. Dann war's das eigentlich. Die Angehörigen des Seevolkes, die liegen irgendwo in unserem Lager. Dort. Schnell mal die Leiche aus der Hosentasche ziehen. So. Wo ist denn die Leiche? Da ist sie. Nicht ins Lagerhaus übertragen. Die hatte ich noch in der Tasche. Ja, umso besser. Einen Sack Reis brauche ich. Kakao, Vanille, Kampfer, Muskat, Nelken, Gewürze, Bier. Was sieht denn aus nach Reis? Kalk? Kalk. Manila-Hanf. Sisal, Jute, die Jute. Wir haben keinen Reis. Wir haben alles außer Reis? Scheiße. Oh, ich kann euch Diamanten geben. Wir wollen Reis. Ihr könnt aber mit dem Diamanten 8000 Kilo Reis kaufen. Wir wollen Reis. Ja, wollt ihr nicht vielleicht was anderes? Nein, wir wollen Reis. Okay. Ölkanister kann ich ihnen geben. Reparatursätze kann ich ihnen geben. Weihrauch, Tabak, Schnupftabak, Elfenbein, Schwarzpulver. Nein, wir wollen Reis. Reis. Schöner Scheiß. Wie viel geradet? Gar nicht. Bei dem Wetter ist Radeln auch nicht drin. So, wie kann ich denen das denn geben jetzt? Flut verwittert. Was haben wir erledigt? Ah, da brauchen wir deren komischen Abzeichen. Davon haben wir 4. Aber wo ist die Aufgabe hin? Mögen eure Vorfahren euch segnen. Dafür muss ich nach da unten jetzt. Okay. Dann machen wir das halt. Ja. Nicht sprechen. Möge das Glück euch begleiten. Wir die Segel setzen. Erstmal reparieren. Da. Und jetzt Segel setzen. Dann sind wir nämlich wieder vollständig erholt. Prost! Arr! Das Einzige, was euch auch passieren kann, ist, wenn ihr zerstört werdet. Wenn ihr zweimal zerstört werdet, geht die erste Ladung an Sachen verloren. Aber ansonsten passiert eigentlich nichts. Das ist ein schönes Stadttor. Einfach so. Oh oh. Zum Glück habe ich schon alle Ressourcen, die ich jemals brauchte, gefunden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier oben mal hin und erkunden den Norden weiter, oder? Auch wenn wir da keine Aufgabe haben. Ein Schiffswrack! Vielleicht haben die Plünderer uns was übrig gelassen! Hallo, Leute! Ein Level 1 Schiffswrack, nicht? Ja. Ist ein bisschen Geld drin für eine Schnellreise. Zerrissene Segel, zerbrochene Planken. Lambda-Stoff. Naja, gut.
bin mal eben dran vorbeigefahren. Kann man das mal mitnehmen? Aber wir sind ganz viel Schiff gefahren an diesem Wochenende, nicht wahr? Arr. Aber ich gehe mal lieber hier hin. Das ist wohl Besitz des Seevolks. Sofort gemacht, Kapteni. Oh oh. Das wäre fast nicht gut ausgegangen. Neckenflöten. Machen wir. Fährt er einfach in unserem Weg hier. Beim nächsten Mal setzt es was. Gut, die Route da hinten, die könnten wir vielleicht, wenn wir einen Buff haben oder sowas, schaffen. Hm. Da drüben ist was los! Da ist was zu holen! Wo? Achso, beim Holzlager. Was soll ich mit Holz? Oh, ein Pirat wird auch mal müde. Aber ich würde sagen, wir landen hier an, gehen hier vom Bord und werden dann in der nächsten Folge erleben, ob wir die Aufgabe erledigen und dann nach Norden segeln. Bis gleich.